Hallo, zurück bei Soma. Wir werden jetzt diese Tür öffnen, und zwar bevor das Wesen, das grauenvolle Ter-Eiter Neurodermitis-Wesen uns hier belästigt. Ein sehr extremer Fall von Neurodermitis. Ja. Tut mir fast leid eigentlich. Ja, mir auch. Ja, ready? Ja, ihr seid okay, ready. Zurück zum Spiel. Brandon Warren hat sich hier heroisch, muss man sagen, mit dem Monster eingeschlossen. I need to format the chip. Nee, jetzt echt, oder was? Nee, da waren wir schon. Was? Ach, das kann natürlich sein, dass du den noch. Ja, Sicherheitsschlüssel abgelaufen, musst den Chip vielleicht. Ich sind den nachher dabei. Oh, jetzt. Er kommt! Er ist da! Du musst schon hingucken, sonst weißt du ja nicht, ob er kommt. Okay. Oh, oh. Das ist einer von diesen in die Ecke Dreher, oder? Ja. Ich will lieber nichts sehen, ich sehe gar nichts. Und was ich nicht sehen kann, das sieht mich auch nicht. Das wirkt aber, wenn man mich nicht sieht. Und er stapft. Kollektives Ausatmen. Also ich sehe den. Es fritzelt hier noch so ein bisschen der Bildschirm. Siehst du, ne? Es ist ganz wenig. Der steht wahrscheinlich direkt am anderen Ende des Ganges. Ja, siehst du, da steht er. Aber die Regel, nach der er dich sieht und hört, weiß ich nicht. Und was muss ich jetzt mit diesem Chip machen? Ja, du weißt eigentlich, was du da machen sollst. Ihn austauschen. Naja, programmieren scheinbar. Umprogrammieren, sodass er als Türöffner funktioniert. Oder ja, du musst noch was drücken. Drück mal da, mach mal das. Nee, siehst du, du musst das Ding wahrscheinlich umprogrammieren. Also nochmal zurück und irgendeine Möglichkeit finden. Schau mal kurz rechts, was steht hier alles? Maintenance, Transport, Data, nee, hilft nicht. Hier rechts, hilft hier was? Schau mal auf die Karte, wir suchen hier einen, irgendwas zum Office, Storage, Payload, Design, Conference Room, Archive, Security Checkpoint, das könnte es sein. Security Checkpoint, okay, wo sind wir jetzt gerade? Main Lift, ne? Sind wir beim Main Lift? Genau. Okay, das heißt raus, rechts, geradeaus. Raus, rechts, geradeaus. Ja, bei Development Hub, da waren wir nämlich eben. Da ist der One. Nee, da müssen wir zum anderen Roten. Okay. Das würde ich jetzt auch sagen, ja. Das ist aber lieb, dass die alle... Okay, warte, da ist das Ding. Zack, hier rechts. Und dann hier runter, ne? Oder? Ich würde sagen, ja. Oh, hier links ist eine offene Tür übrigens. Links, links, links. Ja, egal. Ich meinte... Ach so. Da, das meinte ich genau. Oh, oh, da ist er schon wieder. Okay, das hier ist gerade die falsche Ecke. Na ja, gut, er ist... Den kann man ein bisschen... Nein. Nein, ey, der kommt hier doch nicht rein, oder? Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Ich kann's ja die Tafel vor dir her schieben. Der kommt hier rein, ich weiß es nicht. Der ist hier wirklich drin, das ist doch nicht zu fassen. Nein, wirklich? Glaubst du? Vielleicht lungert er auch nur von der Tür rum. Nee. Da rechts erst, deswegen witzelt es. Okay. Wir verstehen nichts. Okay, jetzt ist er aus, ne? Schau dich nochmal um, ob hier nicht irgendwas ist, was wir... Nee. Oh, oh. Was ist los? Hat er dich gehört? Gesehen? Ja, er ist super wütend. Sobald er wieder weg ist, ja, weißt du, ja, ja, geradeaus. Ach du Scheiße, er ist wirklich drin. Wie schnell ist der denn jetzt da reingekommen? Deine Taktik, Alter. Es wäre besser, wenn ich sehen würde, wo er ist. Ich würde mich besser fühlen, wenn ich ehrlich bin. Er muss ja jetzt irgendwo anders sein. Nee, doch nicht.
Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der hier reinkommt. Wie er auch jetzt da rumlungert. Vorhin war er die ganze Zeit an der anderen Ecke, wo wir waren. Der weiß ganz genau, wo wir sind. Ah, okay. Er ist ja zum Glück auch nicht so schnell. Wenn wir jetzt vielleicht... Rechts an diesem rechts an Haupt vorbei. Ja. Und zwar... Oh Gott, rechts, 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 da ist die Tür. Da kommt er. Ja, ich sehe ihn ganz genau. Ich weiß echt nicht, ob du vor der Tür stehen bleiben solltest. Ah gut, du hast den richtigen Ort gefunden. Ah, er steht da rechts. Alter, ey. Meine Fresse, dieses dumme Vieh. Checklist. Archiprojekt überleben, Personal am Selbstmord hindern. Team-Restream-Geschenk. Ja. Den Rest von Armageddon genießen. Sehr lustig. Fuck. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen. Türenüberprüfung versiegeln, die Treppe runter, Shuttle nach Omikron. Ah, es sind alle tot, ne? Ah. Oh, meine Fresse. So, hier bist du ja einigermaßen sicher. Ah. Tür für ihn außer Kraft setzen, ne. Türverriegelung außer Kraft setzen, doch, natürlich. Omega Management. Was ist denn? Komme ich jetzt nicht nach links? Ich muss doch. Es ist eigentlich auch nur noch unten, glaube ich, dieses eine Zimmerchen ist da. Ah, will er nicht. Das geht wohl nicht. Vielleicht muss man uns gar nicht. Ja, jetzt. Alarm. Kontrolle über das... Ah, hier, ein riesiges Strukturleck hat dazu geführt, dass die Wow die Kontrolle über das Dunbed, das ist unser Schiff, was wir eigentlich suchen, genommen hat. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmerung. Noch eine sprechende Maschine ist das Letzte, was wir brauchen. Tja. Okay, das reicht ja aber auch. Wir müssen ja nur den zurück zum Fahrstuhl. Ja. Der Rest interessiert uns hier, glaube ich, auch nicht. Was ist das? Map. So, jetzt müssen wir... Ja, wir sind quasi da. Wir müssen jetzt da wieder raus, zurück und dann da in den Mainlift. Und 2 Kreuzungen vorbei, ob wir das schaffen. Ah, da ist er wieder, der Heini. Dummer Heini. Vielleicht hilft das. Bringt natürlich nicht viel, wenn da oben das Licht an ist. Oh, ein bisschen was hören, wenn wir warten. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like shaking atoms? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and we'll be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. Ja, also er ist auch vielleicht nicht an dem Tag gestorben, aber offensichtlich hat er trotzdem sein Todesurteil zumindest an dem Tag unterzeichnet. So, ich denke, wir müssen jetzt los. Zurück. Wir kamen von da, wo er ist, oder nicht? Kamen wir nicht aus dem Raum oder kamen wir von diesem Gang? Ich glaube ja schon, aber genau. Okay, die Tür ist
Gute Frage, ist ja. Nämlich nicht auf der rechten Seite, würde ich sagen. Dann musst du wirklich nach rechts und geradeaus. Und dann wäre es da, wo du eben gesagt hast. Mhm. Ja. Wo ist denn die Wand? Also die das sind, dass wir sehen, ob es nach Osten rausgeht oder nach Süden. Also die beiden Fenster müssen ja da und da sein, ja, genau. Das ist da. Das ist hier die Ecke. Okay. Also das ist hier diese Ecke. Klunk, klunk. Also. Das heißt, wir stehen so und wir gucken. Da gucken wir auf die Wand. Da gucken wir auf die Wand, da müssen wir runter. Ne? Okay. Oder? Ja, das ist ja auch ein Rundgang, du kommst ja immer überall hin. Du kannst ja auch von dem Vieh einmal verletzt werden. Ja. Also eigentlich brauchst du dir gar nicht so viel Sorgen. Wo soll er denn jetzt? Das Einzige, was du jetzt nicht machen solltest, ist passiv. Nee, ich will nur gucken, wo er ist. Da ist er nämlich. Ich wollte da nicht in ihn reinlaufen unbedingt, weißt du? Lass ich ihn erstmal ein bisschen abhauen. Er hält sich irgendwie echt immer in der Nähe auf. Jetzt muss er jetzt mal los. Moment. Das wird ein guter Moment. Wenn sowas hört, vielleicht schleichen und nicht rennen. Oh nein! Es ist doch da, ja, es ist doch da lang. Du schaffst das. Ja, ja, alles gut. Alles richtig. Und dann links, oder? Mhm. Links und. Ja, jetzt hier links. Hoffentlich. Ja. Toll. So, den ganzen Rest lassen wir. Wir gucken uns hier nichts mehr an, wir gehen jetzt schön. Nein, nein, da steht's doch. Was muss ich schließen? Das ist ja den Fixer. Das ist nicht gelesen. Ah, okay, dann musst du doch noch die Knöpfe vielleicht drücken. Der weiß immer genau, wo wir sind. Aber wir machen doch gar nichts. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben nur hier gestanden. Hast ja noch Energie. Aber das war echt komisch. Der hat uns irgendwie gesehen. Wohl doch eigentlich jetzt. Kümmere dich gar nicht um ihn, sondern löst schnell das Rätsel. Wie komme ich jetzt. Wie kriege ich jetzt diese scheiß Tür auf? Lies einfach, da links steht's hier. So, Schlüssel akzeptiert. Halterungspanel schließen. Ach so. Musst diese Dinger noch zu und dann wahrscheinlich die Knöpfe drücken und dann. Ah, okay. So, ja. Fertig. Oh. Schnell, schnell. Ruf ihn! Nein, du musst es nochmal drücken! Was jetzt muss ich drücken? Den Button! Okay! Oh Gott! What? Whatever! Bring mich hier einfach weg, Mann! Oh Gott! Ey! Ja, der ist doch weg. Aber es sind ja angeblich drei, also hat jedes Stockwerk wahrscheinlich seinen eigenen Grusel. Schlurfer. Also hast du es so geschafft. Ein bisschen Spannung musst du. Ich habe gedacht, wenn ich mich nicht bewege und in die Ecke gucke, dann ja. Passiert nichts. Hat ja auch geklappt. Aber ey, das ist das Gemeine. Das meinte ich ganz am Anfang mal, dass ich teilweise immer noch nicht sagen kann, welche Monster auf was hören. Manche reagieren auf Licht, manche auf Geräusche, manche auf gar nichts. Manche wissen einfach, wo du bist. Es ist echt fies gemacht. Man fühlt sich da nie sicher. Und glaub mir, es ist schlimmer, wenn man spielt, als wenn man nur zuschaut, weil man es vibriert, du hast dieses Bitzeln, du hast diese Geräusche, es ist eine Kakophonie des Grauens. Ah, da. Ja. Das aber ich finde, du schlägst dich gut. Das ist der Liebste, dass du das sagst. Ich habe hier so lange gebraucht, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dieses Fenster einzuschlagen. Weil ich die ganze Zeit nur von dem Vieh geflüchtet bin. Eine Maschine. Eben. Das sieht jetzt gar nicht so hoch aus, wie es eben sich anfühlt. Von da sind wir runter? Ah, nee, von da oben.
wollte gerade sagen. Dass die 3 Meter waren. Ja. Schön, dass ich da wieder hoch war. Ja, ich schätze, ich muss einfach wieder hoch, oder ist das hier eine Luke? Nein. Und dann in die untere Ebene, da wahrscheinlich hoch. Das sieht aus wie, so ein, wie die Raider bei... Ja, bei Fallout. Fallout. Okay, wir brauchen dringend so ein bisschen Energie wieder. Ah. Ja, ne? Moment, kannst du kurz nochmal zurück? Vielleicht ist da ja irgendwo noch so ein Sauger. Ja, ich hab gedacht, vielleicht da leuchtet irgendwas oder was. Oh, ist auch voll groß, shit. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir lang müssen. Man traut sich auch nicht mehr irgendwas anzumachen. Meine. Ist das ein Shuttle, mit dem wir fahren müssen? Oder ist es ein Shuttle, das schon gefahren ist? Werden wir gleich noch erfahren. Okay, und das hinten geht noch nicht auf. Da können wir doch nur den einen Weg nehmen. Ja, aber wir müssen hier auf jeden Fall wieder zurück. Was ihr erwartet. Nein, 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 komm. Hallo? Oh, nicht abgestürzt, bitte. Oh, nö. Bitte. Aber warum? Einfach abgestürzt, ja? Das Abstürzmonster hat uns erwischt. Da bleibt uns jetzt gar nicht viel anders übrig, aber das ist ja auch ganz gut. Wir werden uns jetzt darum kümmern und ihr seht euch jetzt am besten einfach nochmal Werbung an. In der Zeit werden wir das hier beheben und dann geht es direkt weiter. Sinnvoller, als wenn wir jetzt hier die Zeit von allen vergeuden, indem wir das versuchen zu reparieren. Okay, bis gleich. Bis gleich.